Vom 20. bis 22. Februar war es einmal wieder soweit. Die Hamburger Motorradtage, kurz HMT, öffneten ihre Pforten. Und das nun schon zum 21. Mal in den Hallen der Hamburg-Messe. Während Kawasaki in der Eile seinen 300 PS starken Kompressorrenner H2R zu präsentieren, seine ATVs glatt vergessen hat, waren auf dem Yamaha-Stand sowohl die 2015er Raptor als auch die Grizzly 700 zu finden, die mit einer Seilwinde daherkommt. Ein bisschen versteckt entdeckten wir auch die Suzuki-Modelle LTZ 400 Quad Sport und King Quad 750. Was Dreiräder betrifft, präsentierte Revaco eine hübsche Range bis hin zum Turbo-Topmodell. Interessant für Dreiradfreunde auch die Fahrzeuge von EML, bei denen es sich um Bikes mit zweirädriger Hinterachse handelt. Darüber hinaus waren Dreiräder von Morgan zu bestaunen. In Sachen Zubehör und Bekleidung glänzte Touratech mit seinem ultraleichten Enduro-Carbon-Helm Aventuro. So richtig spannend wurde es für die Quad-Fans freilich in der Actionhalle, in der Dr. Stefan Blank seine neue Show präsentierte. Der Bankstern von Stefan Blank. So schön anzuziehen, weil sonst war das ja alles immer so durcheinander. Ich bin ja relativ geschmacklos, das haben die Mädels zum Glück selber gemacht. Ja, kommen wir zu geschmacklos. Warum hast du dich für die Farbe Orange entschieden? Hast du irgendwas mit KTM zu tun? Nein, die haben kein Geld für mich. Nee, das ist durch einen Bekannten bekommen, der meinte, das müsste Copyright Identity sein. Identity sein, Mensch, ich kann gar nicht reden hier oben. Und da sollte alles eine Farbe haben und dann haben wir gesagt, wir nehmen Orange. Leuchtet ja auch besser, als ich vielleicht. Ja, man sieht dich hier auch gleich unter den grauen Feuchtzelten. Autogramme sind ja noch da, Messe hat ja gerade erst angefangen. Aber du freust dich auch, wenn die Leute dich einfach buchen für ein Event. Du hast sogar, habe ich über Facebook gesehen, letztes Jahr, was da richtig geil war, du warst auf einem Kindergeburtstag, lauter Mädels auf dem Quad, ich glaube, ihr seid zu 12 oder so gefahren, alle natürlich mit Helm auf, aber auch ein Wheelie habt ihr gemacht und das kam richtig geil an, oder? Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, war so ein 11-jähriges Mädchen, die hat sich das gewünscht, einmal mit mir zusammen zu fahren. Und dann hat die Mutter mich angerufen, ob ich da was machen könnte. Und dann sind wir da ein paar Kilometer gefahren und haben mal so Kindergeburtstag gestaltet. Das geht auch. Also ich bin für alles zu haben. Dabei wurden in der Actionhalle auch ATVs, Quads, Side-by-Sides und Zubehör für diese Fahrzeuge gezeigt. Allen voran glänzte das Team von Quad & Cross Hamburg mit seinem Sortiment. Zudem neben den brandneuen Arcticat-Modellen top aktuell auch die Unterbodenschützer von Rival zählen. Polaris fehlte natürlich ebenso wenig auf dem Stand von Quad & Cross Hamburg. Außerdem gab es die Möglichkeit, Fahrzeuge auf einem Quad-Testparcours Probe zu fahren, betreut vom Quad & Cross Racing Team. Und zu guter Letzt zeigte das Team von Motor Service Holz seine viersitzige Yamaha Viking,
die der Quadhändler aus Bergen selbst nach Deutschland importiert und für die Straßenzulassung umbaut.